Ich begrüße euch, Zockerfreunde, zu einer weiteren Aufnahme von GTA San Andreas. Wir sind stehen geblieben. Da haben wir ja die Mission A Home in the Hills, hieß sie, glaube ich, nicht geschafft. Und steigen jetzt wieder in den pinken Wagen, wie schon im letzten Part. Und versuchen aber diesmal nicht zu explodieren, wie beim letzten Mal. Das war natürlich ganz schön bescheuert, weil wir den Kelly eigentlich schon gekriegt haben. Ach, das ist echt schade gewesen, dass das nicht geklappt hat. Es war ja so, ich habe ihn angeknallt, das Auto ist explodiert. Ich bin explodiert, alles ist explodiert, meine Lebensbalken ist auch explodiert und dann war einfach nur Randale. Natürlich genau hinter den Polizisten. Außer, er fährt weg, okay. Passt schon. Oh, ich hasse es, diese Kurven hier zu fahren. Oh. Komm schon. Ah, was soll das denn? Was will ich auf dem Berg? Ich bin über alle Berge. Okay. Okay. Werden wir mal ein bisschen ernster hier, ne? Das ist jetzt aber nicht zu spaßen hier, diese Mission. Toll. Jetzt versteckt er sich in einem anderen Auto. Jawohl, das war's. Auf Wiedersehen, Big Popper. Du hast immer noch einen scheiß Namen. Und ist die Mission hiermit erledigt? Du hast Mad Dogs wieder zurückerobert. Yay. Und? Mission erfüllt. Respekt plus. Wer braucht Geld, wenn man das wegkriegt? Mülholland Autobahnkreuz. Und Anruf. Anruf. Danke. Wer ruft an? Hey Ken, how you doing? Who is this? It's Carl. Carl Johnson. Hey, Carl! Great! Guys, it's Carl. Great! Fucking great! Fucking amazing! I got a need for an accountant and a sound engineer, and I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures, and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great! It's amazing! Yeah, whatever you say, man, but look, see you soon. Fucking amazing! Ach, zu meiner Herren. Dieser Kent zieht hier schon alles rein. Und wo müssen wir jetzt hin? Oh, ist gar nicht so weit weg. Das ist ja, sogar sehr nah dran. Haha. Das ist genau die Villa, die wir jetzt besuchen werden. Und zwar haben wir jetzt Maddox Villa in unserem Besitz. Das ist sehr nice, so ein riesen Haus zu haben. Da ist auch ein Fitnessstudio drin. Vielleicht sollte ich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen, ja, wie soll man sagen, langweilig für eine Aufnahme. Wenn, dann mache ich es offscreen, aber offscreen komme ich auch irgendwie nicht dazu. Weil wenn ich den San Andreas anmache, dann will ich auch Let's Playen. Ist einfach so. Das ist so. Da kann man nichts dran rütteln. Oh mein Gott. Wo fahre ich denn lang? Irgendwie bin ich die falsche, habe ich die falsche Einfahrt, Ausfahrt genommen. Irgendwas mache ich falsch. Ich sollte schon längst nach oben fahren. Hallo, wie komme ich da hoch? Ich fahre komplett in die falsche Richtung, kann das sein? Irgendwas habe ich komplett vergeigt. Vielleicht soll ich nach da fahren. Oh, da fahre ich nämlich nach oben und dann nach links. Oder? Ist das richtig? Ich hoffe schon. Oh, sorry, man. Thanks a lot. Hä? What the f... Hä? Ich krieg gar nichts. Wo bin ich denn gelandet? Ich muss doch da, Mann. Hä? Wo zur Hölle fahr ich hin? Gar keinen Sinn, was ich im... Alter Leute, ne? Das ist... Kennt ihr den Anime One Piece? Kennt ihr den Charakter von Zoro? Der verläuft sich ja immer, ne? Ich fühle mich gerade genauso. Der verläuft sich ja auch in den simpelsten Situationen, wo man sich einfach gar nicht verlaufen kann.
So geht's mir gerade auch. Ich habe hier eine Radar-Map, ich habe hier alles. Ich bin ganz nah dran und komme trotzdem nicht an mein Ziel. Das ist echt scheiße. Kann ich eigentlich einfach hoch? Wenn ich jetzt zu Fuß hochgehe, ist das doch auch okay, oder? Ja, oh, das läuft. Oder? Ja, das geht. Gut. Ich habe mich schon erschrocken hier, dass ich da jetzt nie mehr hinfinde. Ich werde aber auf einem coolen Fahrrad ankommen. Oh yeah, das gehört mir. Ein BMX. Wie mache ich noch Bunny Hops? Wow. Oh, so schieße ich, okay. Kann ich da auch hochspringen? Ich habe jetzt keinen Bock irgendwie alles. Yo. Das läuft. Zu Fuß geht's doch am schnellsten, so. Vertical Bird. Come on. You please leave yourself alone. Come on. Here. Come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sonny. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That's my dog. That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last straight. Hold up, mate. Okay? Look, hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm hearing things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. All right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mecca? You having that? I'm a guy in the eye of the storm. That's my destiny. Torino's wieder da. Wunderbar. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. Get in. Ich sag dir unterwegs, was los ist, während du fährst und ich den Text nicht lesen kann, meine Herren. Oder doch? Was passiert jetzt? How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Ach so, das ist das. Oh man, you shitting. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Leute, können wir doch nicht auf so eine Militärbasis schicken, Alter. Mehr brauche ich nicht, oder was? Schalldämpfer und Messer. Ja, ist mir schon klar. Du musst zu dem Schiff. Ja, ich muss zu dem Schiff, das weiß ich. Um meinem Bruder Sweet wieder zu sehen. Ich glaube, ich muss mich auch irgendwie beeilen. Kann das sein? Du musst nicht da. Ja, aber gut. Okay, ich bin drin. Puh! War knapp. Für den Kontrollraum, um die SAM-Abschussvorrichtung abzuschalten. Oder SAM, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Klau einen der Militärjets. Versuche die Wachen nicht zu alarmieren. Klingt alles noch logisch. Ja, was soll ich jetzt bestimmt. Wollt ihr mich verarschen? Toll, die Wachleute sind jetzt schon alarmiert. Das kann ja nur noch gut werden. Scheiße! Komm schon. Danke. Die nehme ich mir hier. Die ist nämlich gut, die Waffe, die ist gut. Du
Wichser. Du bist schuld, bestimmt. Ist hier irgendwo eine Schutzweste? Das wäre ganz nice. Aber ich befürchte, nein. Warum sollten die mich in der Schutzweste hinlegen? Oh. Nehme ich auch mit. Was soll's. Also das Rote sind Gegner, richtig? Okay. Also auf dem Radar, das sind die roten Dreiecke gerade. Dann sollte hier gleich einer sein. Fick dich! Boah, scheiße. Ja, schneller als ich. Komm doch. Du kleiner Huso. Mann, wieso treffen die so gut? Naja, ist ja nur das Militär, ne? Also. Da sollte gleich auch einer kommen, wie es aussieht, oder? Oder läuft er da nur rum? Der läuft, glaube ich, noch rum. Der tut einem nicht so viel. Okay, SAM-Vorrichtung wird deaktiviert. Bing! Und jetzt? Achso, jetzt kann ich nicht mehr abgeknallt werden. Okay. Das ist schon mal etwas. So, ich will nicht mehr kriechen hier. Wie kann ich denn jetzt einen Digest klauen? Ist das nicht hier gleich? Ja, oder ist das da vorne? Okay. Alter, diese Alarmanlage regt mich langsam auf. Schnauze! Schnauze! Da vorne ist jemand. Warum rollt er so scheiße herum? Er soll mal chillen gehen. So, danke. Noch einer? Komm schon, da ist noch einer. Ich sehe ihn doch. Die Frage ist nur, wo? Da sind sogar noch zwei. Und einer ist da drüber. Das ist bescheuert. Da. Komm schon. Nein. Kann ich da durchschießen? Ja, ne? Gut. Danke. Danke, Jesus, dass ich den abknallen durfte. So, und jetzt bitte da rein. Und zwar schnell. Wie fliege ich so ein Ding? Nach oben. Okay, und jetzt nach vorne und nach oben. Okay. Oh, und nicht die Maus benutzen. Did you hear that? Was hab ich gelernt? Drück erst der GL, um den Zimmer abzuweisen. Ach du meine F. Ja, super! Bin ich tot? Ich hasse diese Mission jetzt schon. Bis gleich.